Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, man ist versucht, Gott sei Dank zu sagen, da ist sie wieder, die U4-Verlängerung in Richtung Süden. Seit wir hier in der Bürgerschaft sitzen, haben wir dieses Thema immer wieder mantramäßig wiederholt und gesagt, das ist wichtig, das hat eine Prio ganz hoch, mindestens so wichtig wie die S4-Verlängerung in Richtung Bad Oldesloe. Die Gründe dafür sind, dass wir die Verlängerung des schienengebundenen ÖPNV-Verkehrs bis an die Randgemeinden und über Hamburg-Stadtgrenzen hinaus für wichtiger erachten als die ÖPNV-Verdichtung innerhalb der Stadt. Weil wir dadurch Pendlerströme reduzieren, um dem täglichen Verkehrskollaps hier in Hamburg wirklich eine wirksame Maßnahme entgegenzusetzen. Denn die eine wenige Maßnahme, die Sie in der Richtung derzeit angekündigt haben, das ist das P&R-Konzept, das wird krachend sein Ziel verfehlen. Es ist insofern auch wichtig, dass den Menschen attraktive Angebote gemacht werden, um vom motorisierten Individualverkehr auf den ÖPNV umzusteigen und nicht statt durch Verengung von Hauptstraßen, durch die Vernichtung von Parkraum oder durch Maßnahmen, vermeintlich umweltpolitische Maßnahmen, Straßen gesperrt werden, um dadurch die Leute zu zwingen, auf den ÖPNV umzusteigen. Wir erachten, wie gesagt, die U4-Verlängerung mindestens genauso wichtig wie die S4-Verlängerung in beide Richtungen. Schade, dass Sie 2015 im Zuge der Olympiabewerbung diese Erkenntnis auch schon mal hatten, dann aber nach dem negativen Votum sich wie ein bockiges Kind in die Schmollecke zurückgezogen haben und seitdem nutzlos haben Jahre verstreichen lassen, die Sie für dieses Projekt jetzt hätten schon aufwenden können. Wir wären schon deutlich weiter. Richtig ist es, Herr Bill, dass man nicht immer alles machen kann. Stimme ich Ihnen völlig zu. Aber man muss die Prioritäten von oben runterarbeiten. Und diese Schienenverbindung über die Elbe, das ist eine Prio, die ist ganz weit oben. Und insbesondere, weil Sie auch dieses Leitbild Sprung über die Elbe ja prägen und selber verfolgen, auch dafür im Bereich des Südens schon einiges getan haben, leben Sie es trotzdem nur halb. Denn was zu einer solchen Verbindung oder zu einem Sprung über die Elbe auf jeden Fall gehört, ist eben ein Verkehrsweg. Und der fehlt bis heute, seit Jahrzehnten der Planung, immer noch. Und selbst Ihr Antrag, den muss man jetzt mal wörtlich nehmen, selbst Ihr Antrag setzt diesen Gedanken nicht fort. Es gibt jetzt zwei Zusatzanträge, einen von der FDP, einen von uns, der genau das möchte, dass jetzt schon, nicht irgendwann, jetzt schon Planungen in Angriff genommen werden, die das garantieren und gewährleisten, dass in diese Richtung weitergedacht wird. Das hängt damit auch zusammen, das ist völlig klar, die Wohnraumentwicklung in Hamburg Süden in Verbindung gesehen mit der Trassenverlegung der Wilhelmsburger Reichstraße ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um genau so etwas jetzt zu machen. Was machen Sie eigentlich, wenn aufgrund vielleicht auch unvorhersehbarer Umstände die S-Bahn-Strecke S31, S3 in Richtung Süden mal kurzzeitig oder auch längerfristig ausfallen sollte? Beantworten Sie doch mal die Frage, wie Ihr Risikomanagement da aussieht. Vielleicht so, wie dieser Busersatzverkehr 2018 mehrfach praktiziert von unkundigen Busfahrern, wo Sie mit 3.600 Plätzen 10.000 Plätze der U-Bahn ersetzen wollten. Das Ergebnis haben wir gesehen, haben wir erlebt. Das kann es nicht sein. Was wir brauchen, ist eine leistungsfähige, schienengebundene Verbindung in den Süden über den Grasbrook hinaus bis nach Wilhelmsburg. Und ich habe es ja jetzt auch schon vernommen, Sie werden den FDP-Antrag überweisen. Und sowohl die CDU als auch Sie haben natürlich verschwiegen, dass es auch einen AfD-Antrag in dieser Sache gibt. Und der heißt, gemeinsam mit den zuständigen Fachämtern und Unternehmen die möglichen Schnellbahntrassen für die Verlängerung der U4 über die Elbe planerisch zu erfassen, zu bewerten und die geeignetste Trasse bei der anstehenden städterischen Planung, Entwicklung der Region Wilhelmsburg entsprechend baulich zu berücksichtigen. Die FDP schreibt, in den weiteren baulichen Planungen zur Schienenanbindung des kleinen Grasbrooks an die Linie U4 ein Korridor für mögliche Trassenverläufe gen Süden vorausschauend für den Sprung nach Wilhelmsburg zu prüfen und die entsprechenden Flächen freizuhalten bzw. zu berücksichtigen. Abgesehen davon, dass hier ein paar andere Wörter benutzt worden sind, sind die deckungsgleich. Und ich stelle mich jetzt nicht in die Jammerecke. Ich freue mich auf Ihr Abstimmungsverhältnis, auf Ihr Abstimmungsverhalten, das Sie jetzt gleich an den Tag legen werden. Das ist alles wunderbare Munition für mich. Danke.